Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum PHP-Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie man eine Kondition überprüft, ob diese richtig oder falsch ist. Aber wir haben noch nicht besprochen, wie man das denn macht, dass man etwas mehrmals ausführt oder dass man eine Kondition öfters hintereinander überprüft oder dass man etwas so lange ausführt, bis eine andere Kondition oder bis diese Kondition erfüllt ist. Ja, das Ganze geht mit sogenannten Schleifen. Wenn ihr schon irgendeine andere Programmiersprache programmiert habt, die nicht HTML ist, dann werdet ihr wahrscheinlich Schleifen kennen. Aber ihr solltet, wenn ihr noch nie PHP programmiert habt, trotzdem da bleiben und dieses Video anschauen, weil die Schleifen in PHP etwas anders funktionieren. Nicht grundlegend anders, aber es gibt Unterschiede im Syntax und die sind nicht für zum Beispiel einen Umsteiger von Java nicht unerheblich. Ja, ich habe hier vier Beispiele vorbereitet für die vier Grundarten von Schleifen praktisch. Die geben alle denselben Output und ich habe hier sie hier alle offen. Und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Als erstes haben wir die While-Schleife, wie der Dateiname schon aussagt. Und hier machen wir nichts anderes als eine Variable anzulegen, die heißt $Number. Die setzen wir auf 0. Dann überprüfen wir hier, ob $Number kleiner ist als 10. Wenn die Zahl kleiner ist als 10, also wenn diese Bedingung hier drinnen erfüllt ist, dann führe dieses Codestück aus, also alles innerhalb der Klammern. Das gibt einfach nur die Zahl aus und inkrementiert sie dann. Wenn diese Bedingung falsch ist, also praktisch wenn diese Zahl von 9 auf 10 springt, also es wird hier dieser Codeblock noch ausgeführt, also es wird ausgegeben, inkrementiert, nächster Durchlauf, also es springt praktisch immer am Ende, wieder an den Anfang der While-Schleife, überprüft die Kondition nochmal, schaut, ist Number 10, in unserem, kleiner als 10, in unserem Fall ist sie 10, das heißt sie ist nicht mehr kleiner als 10, diese Kondition ist falsch und es wird hier nach unten hinter die geschwungene Klammer gesprungen. Das können wir uns auch in Action anschauen. Ja, ist nicht wirklich sonderlich aufregend. Wir sehen nur hier alle Zahlen von 0 bis 9, weil es eben bei 0 anfängt und kleiner als 10 ist. Ja, das war es eigentlich schon zur While-Schleife. Nein, das war es noch nicht ganz, das war fast alles zur While-Schleife. Es gibt nämlich noch eine zweite Notation, wie man While-Schleifen anschreiben kann oder generell alle Kontrollstrukturen. Das hätte ich eigentlich schon beim If und Else schon sagen sollen, also bei der vorigen Episode habe ich aber leider Gottes vergessen, weil es für mich nicht wirklich eine Option ist, kann man so sagen. Also ich würde das nie so machen, aber es gibt Leute, die das tatsächlich so machen, nämlich indem man hier einen Doppelpunkt schreibt, dann kommt der Code, der ausgeführt werden soll, und dann schreibt man hier unten end while. Ja. Also statt den geschwungenen Klammern praktisch, dass man einen Doppelpunkt macht und dann end while schreibt, so praktisch im Bash-Style. Das ist vor allem dann nützlich oder halbwegs nützlich, oder es trägt für manche Leute zur Übersicht bei, wenn man hier statt diesem Echo einfach nur Number plus bear und Number plus plus, wenn man hier tatsächlich HTML hätte, also wenn man hier den Tag zumacht, dann schreibt hoppala. Vertue mich die ganze Zeit professionell und dann hier den Tag wieder aufmacht, dann fügt das für einige Leute Übersicht hinzu. Also wenn man hier oben die geschwungene Klammer aufmacht und sie dann erst unten hier wieder zumacht, kann ich auch verstehen, warum das für manche Leute verwirrend ist, aber wie gesagt, für mich stellt das eigentlich keine realistische Option dar. Aber ja, ihr könnt es natürlich so machen, wenn ihr wollt. Es geht bei jeder Kontrollstruktur, also beim Switch bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch beim Switch, also beim If würde man dann einfach schreiben in end if, beim else end else oder end if, glaube ich. Es wird dann einfach also if Doppelpunkt, dann else Doppelpunkt und dann end if. Mit if habe ich das eigentlich noch nie probiert. Das geht dann, wie wir später sehen werden, mit dem do while, mit dem for und for each ganz genauso. Ja. Ist nur so eine kleine Bemerkung am Rande, mehr oder weniger. Gut, dann kommen wir zur Do-While. Und die macht eigentlich auf den ersten Blick dasselbe. Also es wird hier
eine Variable initialisiert, $number ist gleich 0. Und dann wird hier bei do, wird zuerst mal dieser Codeblock hier ausgeführt. Nämlich, das wird ausgegeben und dann kommt die nächste Zeile und number wird inkrementiert. Und dann, und da ist der Knackpunkt dieser Methode, dann erst wird die Kondition überprüft. Das bedeutet im Klartext, wenn hier diese Kondition am Anfang schon erfüllt ist, dann wird genau dasselbe Output wie vorher kommen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückhüpfen zu unserer While-Schleife und diese Number auf 10 setzen, also das bedeutet, wenn das erste Mal ausgeführt wird, dann ist diese Bedingung falsch und es springt einfach drüber. Sehen wir auch hier, es wird nichts ausgegeben. Wenn wir dasselbe bei der Do-While-Schleife machen, sollten wir sehen, dass das einmal ausgeführt wird. Das heißt, egal ob diese Anweisung hier richtig oder falsch ist, es wird auf jeden Fall einmal ausgeführt. Und das ist dann nützlich, wenn man zum Beispiel überprüfen möchte, ob Dateien existieren. Das heißt, man wartet praktisch, bis eine Datei existiert oder bis eine Datei nicht mehr existiert, kommt darauf an, auf den jeweiligen Anwendungsfall. Und man möchte aber auf jeden Fall einmal überprüfen, ob diese Datei existiert. Weil man ein anderes gutes Beispiel oder eigentlich dasselbe Beispiel wäre, wenn man für diese Bedingung hier unten eine Variable braucht, die es hier oben noch gar nicht gibt. Eben wie beim File müsste man, wenn man eine normale und einfach While-Schleife verwendet, dann müsste man zuerst oben einmal überprüfen, ob die Datei existiert und dann einfach, weil man ja die Datei öffnen muss mit fopen und dann müsste man durchschauen und das Ganze nochmal machen. Also man hätte redundanten Code und damit das kann eben damit verhindert werden. Man braucht es nicht wirklich oft, aber wenn man es mal braucht, dann ist es eigentlich fast unumgänglich. Man spricht bei diesen zwei Schleifen auch von einer kopfgesteuerten, also das ist die kopfgesteuerte und von einer fußgesteuerten While-Schleife. Warum ist, denke ich mal, klar, weil das hier den Kopf, also das hier den Kopf des Ausdrucks darstellt und das hier den Fuß. Weil es eben oben und unten ist. Ja, das nächste wäre die Vorschleife. Die ist sehr wichtig im Programmieren, obwohl sie eigentlich unnötig wäre. Und wenn wir uns diese zwei Beispiele hier mal ansehen, also ich kann hier wieder in den Code gehen, es macht wieder genau dasselbe wie die vorherigen beiden. Und es ist aber um einiges einfacher. Also hier wird die Number zuerst auf 0 deklariert, dann wird überprüft, ist die Number kleiner als 10, dann wird das gemacht, was wir mit dieser Zahl tatsächlich machen wollen oder mit dieser Variable im Generellen und dann wird das Ganze inkrementiert. Das können wir mit der Vorschleife in einer Zeile machen. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, mehr oder weniger aus dem Programmierischen, würde es ja eigentlich heißen, für die $Number, was 0 ist, während $Number kleiner ist als 10, inkrementiere $Number um 1. Man kann in jedes dieser Felder alles hineinschreiben, was man möchte, aber das ist grundsätzlich die Standardnotation davon. Also man nimmt eine Zahl, setzt sie auf einen gewissen Wert, gibt eine Bedingung an, was die Zahl sein oder nicht sein soll und inkrementiert oder dekrementiert dann diese Zahl um einen gewissen Wert. In diesem Fall inkrementieren wir sie um 1. Wir könnten auch 10 abziehen oder 100 hinzufügen oder wir könnten es einfach auf 0 setzen. Also man kann grundsätzlich diese Variable auf jede Art und Weise manipulieren. Es gibt auch Vorschleifen, wo man Strings manipuliert und man möchte einfach nach jedem Durchgang einen Substring machen und einen Buchstaben dieses Strings abziehen. Kann man auch machen. Also es sind praktisch alle Möglichkeiten offen. Ja, man sieht hier, dass die von Strichpunkten getrennt werden. Noch ein cooles Feature, was es in ziemlich vielen Programmiersprachen gibt, nur ich glaube in Java gibt es es nicht und in C# auch nicht, dass man schreibt vor, Strichpunkt, Strichpunkt und dann hat man hier eine Endlos-Schleife. Es ist relativ nützlich, damit man nicht while, Klammer auf true schreiben muss. Kann man auch einfach, wenn man faul ist, sich einen Buchstaben
nein, zwei Buchstaben einsparen. Und na, sogar mehr Buchstaben, weil man nur zwei Strichpunkte machen muss. Und ja, das sieht man in C++-Programmen sehr oft oder eigentlich nur in C-Programmen von älteren Programmierern, weil damals war das ziemlich üblich. Also vor 10 Jahren. Ja, nur falls ihr mal über sowas stolpert, dass ihr wisst, was das Ganze ist. Ich habe es nämlich damals, wie ich das das erste Mal gesehen habe, nicht gewusst und habe googeln müssen und das war ziemlich anstrengend. Ja, aber so viel zur Vorschleife. Ist ein ziemlich grundlegender Baustein der Programmierung. Und ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten grundlegenden Baustein der Programmierung. Und hier muss ich leider etwas vorgreifen. Diese Zeile hier, ich möchte nicht sagen, kann ignoriert werden, sonst ist dieses Beispiel unnötig, aber hier habe ich praktisch einen Strukturfehler begangen in der generellen im generellen Aufbau dieses Tutorials. Arrays sind, ist nämlich etwas, was wir im PHP noch nicht, was ich euch im PHP noch nicht gezeigt habe. Aber ich denke mal, wenn ihr von anderen Programmiersprachen kommt, dann wisst ihr, was ein Array ist. Wenn nicht, ist ein Array einfach eine Ansammlung von Zahlen. Der wird in PHP so initialisiert, also mit Array Klammer auf und dann die Werte. Aber dazu komme ich in einer späteren Folge noch. Ja, die For-Each-Schleife macht eigentlich nichts anderes, als, also wir könnten genau dieses Beispiel hier in einer Vorschleife realisieren, nämlich mit for $i ist gleich 0, $i ist kleiner als, ich nehme es hier einfach mal 10, weil wir später noch lernen, wie man die Länge eines Arrays bekommt, und $i++. Und dann könnten wir einfach echo $number, das ist natürlich falsch, und Moment, das so, numbers, dann den Array-Indexer und $i. Das würde genau dasselbe machen. Also wir greifen einfach mit der For-Each-Schleife, gehen wir einfach jedes Element nach 3 eines Arrays durch und bearbeiten es in irgendeiner Form. Der Nachteil, oder es ist eigentlich kein wirklicher Nachteil, aber er stellt sich manchmal, davon ist, wenn man wissen möchte, an welcher Position man gerade ist, dann ist man in der For-Each-Schleife hilflos, weil man weiß nur, was das aktuelle Objekt ist. Man weiß nicht, wie viel der Durchgang der Vorschleife dieser Durchgang jetzt ist. Außerdem kann man dieses $i, also den Iterator, sagt man dazu in der Fachprogrammierersprache, mehr oder weniger, den gibt es ja einfach nicht, also man kann ihn auch nicht verändern. Es gibt gewisse Programmierer, die den Iterator dann irgendwie verändern, also hier ein $i minus minus machen in der Vorschleife drinnen. Das geht natürlich in der For Each nicht. Das heißt, es hat so einige Limitierungen, aber es ist natürlich bequemer. Also man kann hier dann einfach $Number machen. Das bedeutet, wenn man genau weiß, dass man keinen Index braucht, dass man nicht wissen möchte, wo man ist, sondern dass man einfach schnell alles haben möchte, dann ist das der Weg, den man gehen sollte. Aber ich werde euch eins sagen, bei größeren Projekten und eigentlich auch bei jedem Projekt, das über, also mehr ist als eine Übung, braucht man den Index. Das bedeutet, jedes Mal, in 98% der Fälle, wenn ich eine For-Each-Schleife mache, dann muss ich sie in irgendeinem Punkt in der Raumzeit zu einer Vorschleife verwandeln. Das heißt, For-Each-Schleifen sind super, wenn ihr genau wisst, dass ihr nachher nie wieder den Index brauchen werdet, und das auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, eine Warnung, es gibt viele Fälle, wo ihr nachher den Index doch braucht, obwohl ihr es nicht geglaubt habt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon hergezeigt habe, aber das macht eben wieder genau dasselbe wie die anderen vier auch. Ja, gut, ich überlege noch kurz, ob es das schon war. Ja, ich denke mal, das war's. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem PHP und euren Schleifen und auf Wiedersehen.